Ja, hallo ihr Lieben, zurück zur neuen Folge von Mein Gestüt. Fangen wir gleich an mit den Pferdenachrichten wieder. Neuer Champion im Windmühlenrennen. Nadine hat die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen und das Windmühlenrennen gewonnen. Perfekt. So, warte mal hier. Zwei Sterne. Der müsste jetzt noch... Ja, gut. Wartet. Haben wir jetzt... Wir können es auch bald ein Pferd kaufen. Gut. Dann werden wir mal ganz kurz Fohlen trainieren gehen. Dann wird es vielleicht auch soweit sein. Credits. Perfekt. Und dann müssen wir auch mit Jewel nochmal trainieren gehen fürs nächste Rennen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Diese Folge kümmern wir uns jetzt um neue Pferdchen. Was noch ansteht. So. Genau. Credits. So. Noch einmal. Können wir nochmal 50 Credits? Und ich glaube, dann ist es auch soweit, dass wir es voll haben. Ah, ich glaube, das haben wir schon beim ersten Fohlen voll. Ah, mal gucken. Und fressen müssen wir auch noch wieder kaufen. Wir haben ja auch nicht ganz so viel. Müssen wir als nächstes drauf sparen. Weil wir ja zwei Pferde zu ernähren haben. Und ja. Drehen wir mal um. So. Und eins noch. Genau. So, jetzt gucken wir ganz kurz. 585. Das ist gut. Füttern wir jetzt Jewel und kaufen neues, noch ein zweites, na neues, hört sich blöd an, ein zweites Pferd. Und werden da auch das Golden Hufeisen mit erlangen. Oh, wir brauchen dringend Futter. Stall müssten wir auch mal ausmisten. Aber gut. So, Online-Shop. Das war ja Trika, die wir kaufen wollten. Wir kaufen sie gleich zweimal. Nein. Höchste erreicht. Geht nur einmal. Gut. Wir haben 85 Credits. Wir kaufen dafür nochmal Heu. Acht Stücken haben wir noch 5 Credits. Aber gut, wir brauchen, ja, für die Pferde ja was zu fressen, wenn wir zwei haben. Gut, jetzt müssen wir Jewel füttern. Nee, nicht Jewel, sondern Trika füttern. Oder Dirk, oder wie ist sie jetzt, Trika? Ich glaube, ne?
So. Heu. Sehr gut, cool, weil wir schnell ausmisten können, weil bei Joule ist schon ein bisschen. Ja, es geht. Gut. Dann ist bei Joule nämlich auch sauber. Digga, wenn wir die Hufe reinigen. So. Weil wir müssen ja mit ihr auch das goldene Hufeisen erlangen. Und außerdem ihr Vertrauen steigern. Mal gucken, wie die Zeit noch bleibt, dass wir vielleicht mit ihr auch ausreiten können. Mit Wettkämpfen werde ich ja mit Jules teilnehmen. Sie kann immer am meisten. Weil wir mit ihr schon geübt haben, alles. So, der nächste Huf. So. Genau. Ein goldenes Hufeisen. Die Hufe war doch noch nicht sauber, oder? Ah, wahrscheinlich doch. Gut, putzen. Putzen wir sie jetzt mal. Weil fürs Abduschen gibt es komischerweise kein goldenes Hufeisen. Warum auch immer. Ist ja eigentlich auch dann sauber. Aber gut. Aber gut. Ist ja aber irgendwie eine Süße, ne? Wir werden sie aber auch ein bisschen trainieren. Kann man ja auch mal machen. Okay, er hält auch ein goldenes Hufeisen. Dann werden wir es mit Trika auch mal ausreiten. Und ich hoffe, dass Jewel noch alle Hufeisen auch hat. Da müssen wir auch nochmal nachgucken. Müssen wir aufrechterhalten. So. Dann reiten wir mal raus in den Feldern. So.
So. Damit die auch ein bisschen trainieren. Weil es könnte ja nicht schaden. Wenn sie auch ein bisschen was kann. Und dann sinkt die Energie auch nicht mehr so schnell, wenn sie Geschicklichkeit erhöht hat. Und deswegen könnte es ja nicht schaden. So. Reiten wir unten am Strand lang und ja, machen wir. Da gibt es dann auch so Baumstumpen zum Rüberspringen. So. Ja, da ist schon der Anfang. Ja, nee, du musst doch. Ja gut, dann dreh hier um. So. Das kann nicht schaden. So. Da oben werden wir auch noch mal hinreiten, dann nicht auch noch so Baumstumpen. Ich freue mich auch schon richtig, wenn wir das Waldgelände freigeschaltet haben. Weil da gibt es ja auch noch ganz schön viele Rennstrecken. Und dann. Ja. Wird irgendwie noch interessant. So, da ist noch einer. Hey. So, dann reiten wir da oben hin. Und dann ist die Energie auch bald wieder im Keller. Aber ist hier auch schon 10 vor 4, also im Spiel. Aber gut. So. Können wir da nochmal zurückspringen, bringt das nochmal Energie, wenn wir diese Baumstümpfe nochmal zurückspringen auch. Energiepunkte meine ich. Geschicklichkeitspunkte.
Ja. Da wollt's nicht so. Okay. Und wieder nicht. Aber ja, gut. Springe da hinten rüber. Kehren wir mal zum Hof zurück. Warte mal kurz. Das haben wir geschafft, gut. Wir nur noch gewinnen, alle Feldrennen machen. Es gibt, glaube ich, nur noch ein Rennen, ne? Und das ist der Mittwoch. Und ja. Pferd zurückbringen. So, ihr Lieben, im Off werde ich dann speichern und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.